Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute befinden wir uns in einem Waldpark, nämlich dem Park von Dragonlasher, und der heißt Der Wald von Isengard. Also scheint ein Herr-der-Ringe-Fan zu sein. Und ich würde sagen, wir gehen direkt los. Heute starten wir mal wieder in der Ego-Perspektive. Ich mache das immer so ein bisschen random, denke ich, wie ich gerade Lust und Laune habe. Und es geht direkt mit zwei WCs los. Cool. Dann bin ich auf jeden Fall glücklich. Und dann ein paar Sitzmöglichkeiten und Besucherläden. Schutzraum haben wir ja auch. Also eigentlich alles, was die Besucher benötigen. Und eine Einschienbahnstrecke. Hier sind aber wenig Säulen. Da bin ich ehrlich gesagt nicht so der Fan von, wenn hier alles schwebt. Also diese Säulen verschwinden ja, wenn man da unter was platziert, wie zum Beispiel Gebäude. Aber das sieht halt schon unrealistisch aus. Also so die ein oder andere Säule hier vorne hätte ich noch persönlich gut gefunden. Aber ist alles Geschmackssache. Und hier geht's gleich zu Pflanzenfressergehegen, so wie es aussieht. Mit fetten Jurassic Park 3 Zäunen. Und ich sehe da Centauro und, was ist das, Styraco? Kann man gerade schwer erkennen von hinten. Und auf der anderen Seite sehen wir Nigasaurus und Uranosaurus, ist das, glaube ich? Ja, das ist ein Urano. Und hier geht es dann direkt auf ein Innovationszentrum zu. Na, ich glaube, es ist doch wieder besser, wenn wir von oben fliegen. Dann sieht man das Ganze nämlich besser. Könnt ihr dann auch die Dinosaurier viel besser erkennen. Schöne Skins haben sie. Und das sind übrigens Sinoceratopse. Und ein sehr, sehr grünes Gehege. Aber ich erwarte sowieso super viele Pflanzen. Ist ja auch ein Waldpark, ne? Da macht das ja auch Sinn, wenn alles sehr grün ist. Und schön bepflanzt. Hast du aber echt gut gemacht. Wie schön die alle trinken. Die kann man wirklich gut beobachten aus der Beobachtungsgalerie. Und in der Mitte dann als Highlight natürlich das Innovationszentrum. Und so wie es aussieht, hast du wirklich um dieses Innovationszentrum komplett Gehege drumherum gebaut. Und auch noch viele Besucherläden außenrum. Da würde ich sagen, fliegen wir mal eben einmal alle Gehege ab. Hier waren wir ja gerade schon einmal drin. Gehen wir weiter zum nächsten. Da haben wir Triceratopse und Ankis, so wie es aussieht. Auch mega cool. Die Bäume hast du auch sehr gut platziert an den Ecken. Links und rechts. Also da hat man wirklich dann eine richtig gute Sicht auf die Dinosaurier. Und hier sind Edmontos und Pachyrhinos. Also es scheinen hier wirklich alles Pflanzenfresser zu sein. Und da fährt auch die Einschienenbahn. Und hier haben wir Paras und Pentaceratopse. Also ich glaube, du hast immer zwei Spezies pro Gehege gemacht. Aber vom Stil her sind die Gehege relativ gleich. Also sind immer sehr grün. Bisschen andere Bäume hast du ab und zu verwendet. Hier dann auch mal Redwood Trees und hier sind dann diese Palmen. Aber jetzt nicht so krass viele Höhenunterschiede. Und Felsen sehe ich auch nicht so viele. Rolacanthus ist das, glaube ich. Und Iguanodon. Und hier waren wir gerade schon, ne? Nigasaurus. Also ich glaube, dann sind wir einmal im Kreis. Und dann kommen wir hier direkt auch zu dem Mittelpunkt. Nämlich dem Innovationszentrum. Das hast du auch echt schön gemacht. Das mit dem Felsen hier sieht cool aus. Das Ganze übrigens ohne Mods gemacht. Also man kann auch ohne Mods die Felsen wirklich mega nah aneinander platzieren. Ich finde es aber echt schwer, Parks zu bauen ohne Mods. Das ist viel schwieriger als mit Mods. Das muss man einfach mal sagen. Aber ich denke mal, die Einschienenbahnstrecke brauchen wir jetzt hier drumherum nicht mehr zu fahren. Das haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut gesehen. Ich zoome nochmal raus. Und dann müssen wir mal schauen, wo es denn hier überhaupt weitergeht. Ah, hier vorne geht's noch in ein Aviarium, so wie es aussieht. Warte mal. Nee, das ist ja nur die Verbindung zur Brutstation. Ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Kann das sein?
führt denn dieser Weg hin? Nee, das ist auch nur für die Mitarbeiter. Ach, hier hinten war doch richtig, wo ich gerade als erst geguckt habe. Sah gar nicht wie eine Beobachtungsgalerie aus. Habe ich mich getäuscht? Und hier drin haben wir Drohnen. Und Maradactylus ist es, glaube ich. Das ist natürlich ein bisschen doof, dass hier das Ganze so ein bisschen verdeckt wird von der Sicht, weil es hier nach oben geht. Ist immer besser, wenn das Gehege oder was drin ist, halt so ein bisschen nach unten geht, damit man bessere Übersicht hat. Weil ich glaube, das ist auch der einzige Blickwinkel, den wir auf das Aviarium haben. Ich meine, ich fliege ja auch nochmal rein, also so ist ja nicht. Aber es ist halt schade, weil du hast es hier echt schön gestaltet. Und die Besucher können das Ganze natürlich hier gar nicht erkennen. Weil das ist voll die coole Idee hier. Mit dem Wasser und den Felsen drumherum. Hättest du jetzt irgendwie das Ganze ein bisschen niedriger gemacht, hätten die Besucher so ungefähr von dieser Sicht da drauf gucken können. Das wäre cool gewesen. Und da hinten ist leider nichts mehr. Aber das war auch noch größer in diese Richtung. Okay, hier sind auch nur ein paar Bäume. Es geht übrigens hier vorne weiter, am Ende. Hier kann man nämlich vor der Einschiebebahn noch links und rechts gehen. Das heißt, wir fahren mal hier diesem verrückten Jeepfahrer hinterher. Der ist ganz komisch am Driften. Oh, hier ist ein Entwicklungslabor. Ich glaube, das ist nur zum Ausbrüten. Ah ja, hier sind allgemein so ein paar Industriegebäude. Hier hinten. Okay, dann fliegen wir mal trotzdem hier weiter. Ich glaube, hier sind noch weitere Bereiche vom Park. Ist auf jeden Fall ein sehr wildes Wegenetz. Das muss man sagen. Ah, und hier haben wir ein Rex-Gehege. Ah, sieht auch sehr trist aus. Also ein paar mehr Felsen oder so hätten dem Park noch gut getan. Aber wahrscheinlich konntest du das aus FPS-Gründen gar nicht mehr machen. Aber eine sehr coole Skinwahl, muss ich sagen. Der Hintere hat einen richtig coolen Skin. So grün, rot. Ist leider gerade im Schatten, dadurch kann man es nicht so gut sehen. Aber so ein bisschen mehr Höhenunterschiede und ein paar mehr Felsen, das wäre schon echt nice gewesen. Oh, da unten geht's auch noch lang. Oha. Was haben wir denn hier noch? Schön am Strand ein Becken. Fällt der Name gerade nicht ein. Eine Lagune, wollte ich sagen. Mit Elasmus uns, glaube ich. Sehe ich hier ansonsten noch irgendwas? Ich fliege mal oben rüber. Da hinten ist, glaube ich, was. Ja, Ichthys sind hier noch. Und noch mehr Elasmus, so wie es aussieht. Könnten auch Attenboros sein. Die beiden verwechsel ich immer. Oh, es sind tatsächlich Attenboros. Dann habe ich die beim letzten Mal, glaube ich, auch schon verwechselt. Ja, die erkennt man, glaube ich, an diesen Zähnen, ne? Die stehen so krass raus bei dem Attenboro. Da beim Elasmo sieht man die Zähne gar nicht, wenn er den Mund geschlossen hat. Wir können ja hier auch nochmal kurz reingehen. Vielleicht haben wir ja mal Glück und sehen was von unten. Nee, leider nicht. Also irgendwas fehlt bei diesen Galerien noch. Irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Futterbait oder so, was die Dinosaurier anlockt. Oder nicht Dinosaurier, sondern Wassersaurier anlockt. Und man bekommt die hier echt schlecht immer zu Gesicht. Wäre halt cool, wenn die dann auch mal hier vor der Scheibe lang schwimmen. Jetzt gerade haben wir sogar ein bisschen Glück. Und dann geht's hier auf der anderen Seite auch nochmal lang. Das ist richtig viel mit Einschienenbahnen gearbeitet. Gucken, wo dieser Weg hinführt. Hä?
Einfach in den Wald? Wo geht's denn hier hin? Ach, jetzt bin ich einmal im Kreis gefahren. Okay. Jetzt bin ich nämlich wieder hier bei den Industriesachen, die ich vorhin schon gesehen habe. Dann folgen wir mal hier der Einschienbahnstrecke, wo jetzt auch gerade die Einschienbahn lang fährt. Ich glaube, die bringt uns in den nächsten Parkbereich. Sehr, sehr komischer Weg. Ist natürlich immer schön, wenn man es schafft, irgendwie einen Rundgang hinzubekommen. Auch wenn das ja schon sehr schwierig ist auf den Karten hier. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Besucherbereich. Das ist schön. Dann werden nämlich auch ein paar Besucherläden. Und die nächsten Dinosaurier. Die sich gerade sogar sozialisiert haben. Wie cool. Das sind Gigas. Also ein paar Felsen- und Höhenunterschiede hätten dem Ganzen ganz gut getan. Oh, aber auch hier wieder coole Skins. Ach, wie süß. Und daneben haben wir noch ein Gehege. Toilette und Schutzraum haben wir auch. Mit 2 Carcharodontosaurus. Sind hier gerade schön am Chillen in den Redwood Trees. Okay, jetzt muss ich mal rauszoomen. Ich glaube, da kommt man auch nur über die Einschienbahn hin, wenn man hier so lang fährt. Kann auch sein, dass ein Weg dahin führt. Aber dann habe ich den übersehen. Was haben wir denn hier? Ceratus. Hier hast du sogar ein paar Felsen gemacht. Sieht doch gleich viel schöner aus mit ein paar Felsen. Komm, das mit den Felsen platzieren geht halt mittlerweile echt schnell, muss man sagen, ne? Weil man kann ja auch eine zufällige Ausrichtung und so machen. Und dann kann man die ja wirklich da schnell hinspammen. Und gerade so am Wasser und so bietet sich's ja immer an. Oh, hier ist sogar ein Mischgehege. Da sind einfach noch Alus mit drin. Oh, krass, dass die sich vertragen. Hätte ich nicht gedacht. Das ist übrigens mein Lieblingsfleischfresser. So, wir fliegen weiter in Richtung... Hier vorne. Ist das hier noch das Gehege von vorhin? Ja. Okay. Oh, und hier haben wir sogar eine Jurassic Tour, wie es aussieht. Oh, das ist cool. Damit fahren wir jetzt, würde ich sagen. Und los geht's. Oh, da oben sind auch noch 3 Hotels. Da gehen wir auch gleich noch rein. Schade hier. Das Tor ist natürlich schon mal falsch platziert, leider. Da will ich immer drauf achten, weil es sieht wesentlich besser aus von vorne. Mit den Fackeln und dem Schriftzug, das ist schon echt cool. Kommt dann halt gleich viel atmosphärischer rüber, wenn man da durchfährt. Also da müsst ihr eben drauf achten, wenn ihr das platziert. Oh, das sieht aber schon vielversprechend aus. Richtig coole, dichte Bepflanzung. Könnte jetzt wirklich überall ein Dinosaurier hervorscheinen, so wie da der Brachio. Schade, dass man hier kein Fernglas hat, wenn man im Auto sitzt. Der gern ein bisschen rangezoomt. Sieht aber echt cool aus, wenn der da so in der dichten Bepflanzung rumläuft. Ich glaube, wir kommen da gleich auf der anderen Seite auch noch vorbei. Dann sehen wir den nochmal besser, hoffentlich. Da sind nämlich auch noch Stegos und auch weitere Brachios. Ich düse jetzt einfach mal weiter. Aber so ein bisschen Höhenunterschied und so fehlen mir ja auch wieder. Also hier ist halt alles nur mega dicht bepflanzt, aber keine Felsen, keine Höhenunterschiede. Und dann auch mal die ein oder andere kahlere Stelle, wo dann Felsen, also so ein steinigere Landschaft oder so ist. Das wäre ganz cool. Nehmen wir Dryos. Ich fahr jetzt einfach mal mitten rein. Oh.
richtig schön mit den Stegos. Und die Brachios gehen jetzt natürlich auf die andere Seite, wie frech. Ich bin gerade rüber gefahren. Das ist unlucky. Was fahre ich denn hier gegen? Ja, sehen wir sie halt nur von hinten, ist ja auch nicht so schlimm. Düsen wir mal weiter. Oh, ich glaube, da geht's ins nächste Gehege. Hier ist das Jurassic Park Tor auch mal richtig rum. Jetzt seht ihr gleich, was ich meine. Also es wirkt halt viel atmosphärischer von dieser Seite. Wenn es dann so aufgeht, auch nach außen, ist das schon echt cool. Oh nein, das war's schon. Oh, wie schade. Oh, das finde ich jetzt traurig. Oh, hier endet auch einfach der Weg so. Ich düse jetzt einfach mal mit dem Auto weiter. Warum nicht? Dann erkunden wir das Ganze mal so. Oh, wie gemein. Stellt euch mal vor, ihr geht als Besucher hier hin und dann denkt ihr, hier ist noch irgendwas. Auf so eine Sackgasse. Sackgassen sollte man natürlich auch mal vermeiden. Und wenn man eine Sackgasse hat, sollte sich zumindest dann noch irgendwas Belohnendes befinden am Ende. Sei es nur eine Toilette. Dieses Auto ist ja mega langsam. Aus dem Weg! Ein Verrückter ist hier. Wir fahren jetzt hoch zu den Hotels. Mit unserem persönlichen Shuttle-Service. Wie die alle schreien, ist schon geil. Alle weg. Ich bin VIP. Ich werde bis vor die Tür gefahren. Und hier sind dann die Hotelanlagen nochmal. So wie es aussieht. Ich würde sagen, wir checken mal hier in das letzte Hotel ein. Und danach gucken wir dann auch nochmal die Sicht aus den Türmen an. Das hier ist die Sicht aus dem Hotel. Mega perfekt, muss man sagen. Auch schön unter der Einschiebebahn durch. Und man kann da richtig gut ins Gehege schauen. Ist auch echt cool, die Standardsicht so. Ich mache ja meistens immer das Ganze mit der Kamera. Aus dem Pool dann, weil ich das immer nice finde. Weil die Standardsicht ist irgendwo da unten, ne? Ich glaube aus dieser Etage. Guck mal, von hier oben ist es gar nicht so gut. Da sieht man nur eine Einschienenbahn. Aber, ah, hier ist auch eine Einschienenbahnstrecke. Schade. Das ist natürlich auch mal doof, ne? Wenn die Einschienenbahn so ein bisschen die Aussicht kaputt macht. Weil das wäre echt cool gewesen, hätte man so aufs Meer gucken können. Jetzt ist einfach so eine fette Strecke im Weg. Dann haben wir auch noch die Türme. Guck mal, das ist auch nicht so optimal. Ist auch wieder die Strecke voll im Weg. Beim hinteren Turm ist es ein bisschen besser gelöst. Oh ja, hier ist viel besser. Da hat man dann eine richtig gute Übersicht nochmal. Aber ich glaube, das war es jetzt soweit. Das war dieser Teil. Da unten waren wir. Da hinten waren wir. Das war der Wald von Isengard. Von Dragon Dasher. Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ihr könnt den Park übrigens in der Videobeschreibung runterladen. Und falls ihr mir auch mal einen Park einsenden wollt, findet ihr dazu auch alle Infos in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Und liken nicht vergessen.